Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach drei aktuellen Stunden und einer Regierungserklärung hätten wir erwartet, dass nun endlich was geschieht, um die Unterbringung von Geflüchteten transparent, klug und vor allem strategisch planvoll zu organisieren. Dass begonnen wird, die Liste von Immobilien in Bundes- und Landesbesitz abzuarbeiten, Gebäude zu ertüchtigen. Dass begonnen wird, die gravierenden Mängel in der Registrierung, Versorgung, medizinischen Behandlung, Betreuung und Unterstützung bei Integration und Partizipation zu beheben. Dass das Haus der Statistik, das Amt für Risikobewertung, das Bundesinnenministerium und andere Gebäude jetzt endlich fit gemacht werden und die über 700 Hilfeangebote aus der Bevölkerung ernst genommen werden, auf die das LAGESO derzeit einfach überhaupt nicht reagiert. Dass das Hamburger Modell endlich umgesetzt wird und dass den Ehrenamtlichen, die an der Grenze der Erschöpfung arbeiten, endlich wieder der Rücken gestärkt wird, statt dieses Engagement mit immer wieder neuen hektischen Zickzack-Entscheidungen zu erschweren. Womit ich nicht gerechnet habe, und ich bin ja hier nur einiges gewöhnt, ist, dass uns keine zwei Wochen nach einer ambitionierten Regierungserklärung nicht mehr vorgelegt wird als die Revision des von 700.000 Berlinerinnen und Berlinern beschlossenen Tempelhof-Gesetzes. Ja, die Unterbringung von Geflüchteten ist eine riesige Herausforderung für die Stadt. Herr Geisel, das hat Ihnen im Übrigen die Opposition seit 2012, seit 2014 gesagt. Es wäre übrigens fair, wenn Sie zuhören, Herr Geisel. Sie haben eine halbe Stunde hier geredet. Ich kann 5 Minuten darauf reagieren. Es gebietet vielleicht die Höflichkeit, dass Sie mir an der Stelle einfach mal zuhören. Und wenn Michael Müller sagt, Denkverbote darf es nicht geben, dann sage ich, Denk- und vor allem Handlungsverbote scheinen im Senat von Berlin aber überall zu existieren. Und zwar nicht nur bei der Frage, ob 1,5 Jahre nach einem erfolgreichen Volksentscheid im Schweinsgalopp und mit dringlicher Vorlage durch dieses Parlament ausgehebelt werden darf. Und wenn Herr Geisel sich jetzt hier hinstellt und sagt, das ist ein Vorratsgesetz, das ist ein Vorsorgegesetz, na warum muss denn das jetzt innerhalb von 2 Wochen verhandelt und hier durchgepeitscht werden? Das ist doch unbegreiflich. Es reicht halt nicht, Beteiligung immer nur zu propagieren und immer zu behaupten, man wäre dazu bereit. Man muss es ab irgendeinem bestimmten Punkt auch einfach mal machen, Herr Geisel. Und dazu hätte die Zeit gereicht, wenn Sie es nicht am 10. Dezember hier hätten verabschieden wollen. Und ich sage Ihnen aber auch, dass der Plan des Senats, dort eine Massenunterkunft für 10.000 bis 12.000 Menschen zu errichten, von allen Lösungen, die hier diskutiert werden, die denkbar schlechteste ist. Schon jetzt ist die Situation dort dramatisch. 2.300 Menschen in 3 Hangars. Brandschutzprobleme und katastrophale hygienische Bedingungen. Strom, Heizung und Wasserversorgung sind nicht vorhanden. Medizinische Versorgung ist kaum gegeben. Es gibt keine Möglichkeit für Intimsphäre und ein paar persönliche Dinge einfach mal wegzuschließen. Waschmaschinen und Trockner, Fehlanzeige. Die Anlage hat Lagercharakter mit Industriehallenatmosphäre, vollgestellt mit Doppelstockbetten. Mag ja sein, Herr Geisel, dass Sie so gerne leben, dann ziehen Sie doch da ein. Der Lärmpegel ist hoch. Pro Person gibt es sogar 2 Quadratmeter Platz. Und statt wie behauptet für 14 Tage, für maximal 14 Tage, halten manche Menschen sich dort mittlerweile seit der Eröffnung der Hangars auf. Es handelt sich mit Abstand um die schlechteste Notunterkunft, die Berlin betreibt. Und Herr Geisel, Traglufthallen, Sie sagen ja selber, da passen dann 3-mal so viele rein wie in Schulturnhallen, machen es kein Deut besser. Und Herr Geisel, nur weil die Bedingungen, nee, jetzt rede ich, Sie haben eine halbe Stunde geredet und Sie haben mir noch nicht mal richtig zugehört, jetzt rede ich und Sie hören mal zu. Nur weil Sie ein Jahr nicht hinbekommen, diese lausige Unterbringung zu verbessern, akzeptieren weder wir noch die Initiativen diesen gegebenen Normalzustand als akzeptabel. Denn wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, das akzeptieren ja jetzt alle, dann sage ich nein, das ist Ausdruck des Versagens Ihres Senats. Aber wir akzeptieren das nicht, wir akzeptieren diese Art der Unterbringung nicht. Und auch wenn Sie es hier 100-mal erzählen, werden wir es nicht tun. Dass Sie diese Zustände jetzt auch noch potenziert werden, ist aus meiner Sicht der absolut falsche Weg. Zumal Sie uns bis heute nicht sagen können, welchen Aufwand, welche Zeit die Planung, Realisierung, die Erschließung mit Wasser, Abwasser, Strom und Straßenerschließung für Feuerwehr und Rettungsdienste erfordern werden, für das, was Sie da vorhaben. Anstatt der hektischen, hilflosen Diskussion mit der Massenunterbringung anhand von Einzelstandorten sollte der Senat genau das tun, was Sie hier jetzt eben erneut in Aussicht gestellt haben, Herr Geisel, nämlich endlich ein transparentes und geeignetes Konzept für die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten in ganz Berlin zu entwickeln. Insofern haben sowohl die Initiative 100% Tempelhof, mit der Sie mal hätten reden müssen, und dass sich Herr Gebler da mal hinstellt und sagt, wir machen das jetzt übrigens so und so, ist doch noch kein
Gespräch mit einer Initiative, ist doch noch keine Beteiligung von Leuten. Als auch wir wären durchaus bereit, als Ultima Ratio auch über die Möglichkeiten temporärer Unterbringung am Tempelhofer Feld zu reden. Da wären wir durchaus bereit. Aber der Senat hat bisher überhaupt nicht überzeugend dargelegt, warum die Nutzung des Flughafenvorfelds schlechter sei. Die Argumente, die Sie jetzt ja eben aufgemacht haben, die setzen ja nur voraus sozusagen, dass Sie jetzt erst einmal für gegeben annehmen, dass diese Masse an Leuten dort untergebracht werden soll. Und deswegen müssen Sie dann irgendwie Schulen und temporäre Kitas und sowas da auf den Vorplatz stellen. Das ist ja genau das, was wir von einem Konzept verlangen, dass solche Überlegungen breiter angestellt werden und dass man keine Kleinstadt ans Tempelhofer Feld stellt. Das wollen weder wir, noch will es die Initiative 100% Tempel. Insofern, ich kann überhaupt nicht sehen, welche Sachlage eine Revision des Volksgesetzes innerhalb von nur 2 Wochen jetzt rechtfertigen würde. Zumal der Gesetzentwurf auch noch widersprüchlich ist und das macht einen natürlich sofort misstrauisch, Herr Geisel. Im Gesetzentwurf in der Begründung wird von Muldurbauten gesprochen, im Text selber nicht. Na, was wollen Sie denn da nun? Also wäre ich von der Initiative, bei mir würden alle Alarmglocken läuten. Ich finde, das zeigt von wenig Respekt dieser Koalition gegenüber direkter Demokratie, nicht, dass das neu wäre. Und ich finde, den Volkswillen beiseite schieben, ist auch nicht unbedingt Respekt gegenüber dem Volkswillen, Herr Geisel, aber Ihre Dialektik ist speziell. Es ist aber noch nicht mal schlau, denn Sie legen sich jetzt mit allen an und machen eine Riesenwelle. Ihr Dialogangebot wird, wenn Sie alles entschieden haben, nur noch Spott und Hohn auslösen. Wer soll denn zukünftig den Rest von Vertrauen haben, dass die Ergebnisse direkt demokratischer Verfahren von den Regierenden akzeptiert werden? Und dann fragen Sie sich mal, ist es das jetzt wirklich wert, Herr Geisel? Ist es das jetzt wirklich wert? Wäre diese Energie, die Sie jetzt brauchen, nicht besser in die Bewältigung der Probleme bei der Hilfe und Integration von Geflüchteten eingesetzt? Dass Sie das nicht tun, meine Damen und Herren, dass Sie das nicht tun, das nährt viele Zweifel, dass es Ihnen hier zuallererst um die Lösung einer akuten stadtpolitischen Herausforderung ginge. Sie haben ja selber das schöne Wort Salamitaktik in den Raum gestellt. Wer soll Ihnen denn glauben, dass das nicht die erste Scheibe einer Salami ist, um im Nachhinein nochmal Ihre Pläne durchzusetzen, für die Sie vor 1,5 Jahren von den Berlinerinnen und Berlinern eine große Abfuhr bekommen haben? Zitat, auch als jemand, der am Tempelhofer Feld für eine Randbebauung war, hat man ein schlechtes Gefühl, sagt das SPD-Mitglied Klaus Böger, Präsident des Landessportbunds, jemand, der aus meiner Sicht allen Grund hat, die bisherige Praxis der Notunterkünfte zu kritisieren und von Ihnen strategisches Handeln einzufordern. Wir haben mehr als ein schlechtes Gefühl, Herr Geisel. Wir ahnen die Absicht und deswegen werden wir Ihr Gesetz ablehnen.